بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen zum ersten Arabischunterricht basierend auf dem Lehrplan der Islamischen Universität von Medina. Was ihr hier seht, ist die erste Seite von dem sogenannten Medina-Buch, welches wir inshallah gemeinsam durchgehen und lernen werden. Bevor wir nun aber mit dem Buch anfangen, möchte ich mit einer kurzen Einleitung beginnen. Diese Einleitung steht nicht im Buch. Ich finde aber und bin überzeugt davon, dass diese Einleitung von größter Wichtigkeit ist. Denn sie dient dazu, dass man sich bestimmte Begriffe und grundlegende Informationen aneignet, die man sein ganzes Studium über brauchen wird. Und mit Studium meine ich das Studium der arabischen Sprache. Das Ziel ist es, dass man später nicht nur in der Lage ist, Sätze im Arabischen zu verstehen, sondern auch grammatisch zu analysieren. Und was ich damit meine, werdet ihr inshallah im Laufe des Unterrichts verstehen. Ein Punkt muss vorher aber noch erwähnt werden. Es ist völlig normal, dass man am Anfang nicht immer alles versteht und einem die Grammatik trocken vorkommt. Und genau hier ist es wichtig, dass man am Ball bleibt und sein Ziel nicht vor Augen verliert. Und ich kann euch versprechen, wir werden die gelernten Informationen so oft es geht wiederholen, sodass es inshallah jeder mit der Zeit verstehen wird.